Hörte mal einen ganz kurzen Trick, den ich schon seit vielen Jahren anwende. Und zwar Kühlung kostenlos bei Hitzewelle. Ganz gut zu gebrauchen. Und zwar stellen wir uns folgende Situation vor. Am schlimmsten ist es, wir wohnen hier oben. Also das wäre ganz schlimm. Und wir haben ein mehrstöckiges Haus und alles ist zu. Das ist der Tag oben. Prallt die Sonne hier rauf wie verrückt. Naja, gut. Kennen wir schon, dann haben wir oben 40 Grad, nachts können wir nicht schlafen. Die Lösung. Das kannten schon seit langer Zeit die Araber und die haben den Kamineffekt genutzt und haben sich gesagt, ja, warum nicht? Die bauten oben kleine Türmchen auf ihre Paläste und holten nachts die kalte Luft hier rein. Warum? Kamineffekt, die warme Luft steigt nach oben und wenn sie wegsteigt, dann bleibt hier unten nichts übrig als eine Art Vakuum und die zieht die wärmeren Luftschichten nach und holt die kühleren nachts auch nach. Das heißt, man muss abends die Fenster, hier unten die Türen und so weiter offen lassen und alles andere dann später, und zwar morgens, dann wieder zumachen. Also, nachts passiert Folgendes: Wenn ich unten die Kippfenster aufhabe oder irgendwelche Türen, irgendwelche Fenster oder das Treppenhaus irgendwie, und die Möglichkeit schaffe, dass die abendliche oder nächtliche kühle Luft von ca. 20 Grad irgendwie nachströmen kann, dann wird die warme Luft hier oben raussteigen, wenn ich die Fenster aufmache. Und die kühle Luft füllt dieses Vakuum, das ist kein echtes Vakuum, aber füllt dieses Vakuum auf. Morgens muss ich natürlich so schlau sein und sagen, naja, jetzt hat sich hier oben auch abgekühlt. Ich habe wenigstens 25 Grad, nicht mehr 40 Grad, so wie hier. Dann mache ich irgendwann, wenn unten der Nachbar nicht zumacht oder niemand anderes, dann mache ich wenigstens oben alle Türen zu und alle Fenster zu, Kippfenster und so weiter. Also es ist eigentlich ganz einfach. Leute, macht's mal nach. Nochmal, wiederholt. Am Tage macht ihr alles zu. Natürlich wird es oben warm. Durch die Sonneneinstrahlung, ist klar. Und nachts macht ihr oben auch, wenn es nur irgendwie geht, die Türen auf und die Fenster auf. Und wenn es geht, wenn es nur irgendwie geht, die Fenster im unteren Geschoss auch auf, sodass die kühle Luft abends hier nachströmen kann, weil die warme Luft ja gerne nach oben entweicht. Warme Luft steigt auf, ist kein Geheimnis. Ich hoffe, ihr habt bessere Nächte, wenn ihr ganz oben wohnt. Und ich hoffe, ihr habt grundsätzlich be bessere Nächte. Denn auch unten lohnt sich das. Das ist nicht unten immer so schön 30 Grad. Ich kann abends durch diesen Effekt auch hier die Luft austauschen. Ich habe das jetzt farblich nicht getrennt. Aber machbar ist es. Ich lebe die ganzen Jahre so gut damit. Ich hoffe, ihr auch bald. Also, wer es noch nicht wusste, wenn ihr euch freut. Na denn, das ist Physik. Alles andere ist Theorie, aber das ist typische Physik. Ich wünsche euch alles Gute für die heißen Nächte, damit sie nicht mehr so heiß sind, sondern schön kühl sind. Tschüss.